Arctic Underground. Wir waren jetzt mal auf der Suche nach dem komischen Ding von einem Rudolf aus YouTube. Der hat es natürlich nicht gesagt, wo das ist. Wir sind irgendwo und nirgendwo. Er hat das noch ein bisschen komplizierter beschrieben, sodass wir es nach 5 Minuten finden konnten. Also es war recht super. Das Ding mit dem Ding, jetzt gucken wir uns das Ding mal an. Gut, es war Spaß beiseite, es war ein Jugendsanatorium. Und jetzt schauen wir mal rein. Wenn ihr mitkommen wollt, kommt da mit. Viel Spaß dabei. Thank you.
geht es dann weiter, die Tür ist dann versperrt. Leute, gucken nach Türen, wo was dazwischen ist, dass die nicht zugehen. Ist ein Hinweis auf Kabelbindung. Diesen Hinweis nicht sehr nett zu uns. Also gut, sagen, das ist gut auch erhalten. Dafür, dass der LP so bekannt ist wie ein Wunder. Und 95. Ist bad. 95. Oh, der Raum ist voll, sagt schon. Wunderschöne Kühlräume.
Schotter, dafür ist kleiner Markt nach der Zigarette. Der muss ja durch sein Lager rein. Wir haben hier gerade einen Mob aufgedeckt. Es wurde ein Kopfkissen geschlachtet. Eine ganz gruselige Erscheinung, so viele Felder mit der rumfahren. Jetzt muss man das Ganze mal alles zählen. Das Kopfkissen hat wohl den Sessel angegriffen, der schwer in Mitleidenschaft gezogen ist. Dies hat schon letzten Atemzug noch gewehrt und das Kissen zerfetzt. Es könnte aber auch so gewesen sein, dass der Stuhl das Kissen angefallen hat. Das Kissen ist vor Wut geplatzt und der Stuhl ist hingefallen, hat sich die Füße gebrochen. Das weiß man nicht. Das muss man jetzt mal rausfinden hier. Viel Spaß dabei. Vielleicht haben Sie Ihren Kindern schon vergessen. War ein Standpunkt oder so? Geht's weiter. Oh Scheiße, die Matze-Herde geht weiter. Aber jetzt wissen wir nur, was man hier zu machen. Das haben wir. Also wir haben viele Hühnchen oder Gänse ihr Leben lassen müssen mit diesen Laden hier runter. Mein lieber Schulhörzummer, ich kann schlafen. Geil. Los Plans. Weiter, wir sind richtig begeistert. Folgt einfach uns mit und gucken, was wir noch so finden. Vielleicht so ein kleines Schrankkind, wo sie damals vergessen haben, mal gucken. Dann auf geht's. Mal sieht es wohl, es hat wohl etwas aufgespritzt. Das ist schön. Und der hat die Tür aufgedrückt. Ja, geblutet eben schon.
Leave now. Aber nicht von der Blutspritze her würde ich schon das sagen. Das muss nicht geschäftliche wissen. Das ist nicht arteriell oder irgendwas, jetzt oben gereicht, ist ja hochgeht. Vielleicht waren das die Sparrows, wo hinten diese Pentagramme wurde gemalt haben. Das ist nämlich das Bild, wo ich unbedingt in die zeigen wollte. Ich hab's nicht mehr. Da hinten sind noch andere Blutstoffe. Ja, so halbwegs frisch. Zur körperlichen Blasbarkeit von Kindern mit Nierenschädigung. Also haben sie in das Blasen gelernt. So echt Palast. Mich würde es interessieren, was da oben in dem Bad passiert ist. Das ist das. Dort hat einer geblutet. Pflegecreme. Banane Pflegecreme. Juhu. Und das ist gegenseitig reingeknallt. Bittest du, oder? Hat fast mein Wohnzimmer geschmackt. Fast getroffen, verdammt. Ja, nur deswegen. Das lohnt sich mir echt zu sagen, aber ich habe ein ganz koschisches Gebäude in der Mitte. Warum? Da war jetzt noch was, wenn man noch Folien gepackt war. Und diese Feder, also sie muss irgendwie mit der Blutspur zusammenhängen. Nee, nicht unbedingt. Kissenschlag. Und der Blutspur ist mit der Kissenschlag falsch verstanden. Er hat nur mit Flaschenschlag gesagt. Ich lasse einfach einmal, ey. Die haben ihre Fußabdrücke irgendwo. Also mindestens Schuhgröße 45 ist auch dabei. Das ist der Raum, der mit Kumpel zugestellt ist, weil irgendwie jetzt weiß, dass der Ufer da nicht durchkommt. Obwohl es da hinten ist, weitergehen. Da vorne waren noch Fenster da hinten. Weißt du, was ich meine? Unter dem einen Dach waren noch Fenster. Der Raum hier schon von der Sackgasse. Und wie weit geht es noch darüber? Hä? Wie weit geht es nach da? Noch links? Dann müssen wir unter der Küche gucken, da ist auf jeden Fall noch ein Keller. Das ist ja auch gut, ich hab aber nicht unter, ja, unter der Küche ist definitiv. So, wir sind nun wieder draußen. Haben uns Gott sei Dank nicht verlaufen in den wahllos vielen oberirdischen, unterirdischen Gängen, vielen Zimmern. Es ging eigentlich um Vandalismus, oder? Was fandet ihr? Ja, ne? Wir haben auch jemand Neues dabei. Stell dich mal kurz vor, damit ich die Leute auch mal kennenlerne. Ja, ich bin der Patrick. Durch den Carsten bin ich jetzt hier dazugekommen. Ich arbeite in derselben Firma. Das heißt ja noch gut. Faszination pur, würde ich sagen. Sonst von Grundschule ab, würde ich sagen. So alte Häuser und so für mich. Und auf gut Deutsch gesagt, er hängt uns jetzt an der Backe. Ja. Und im nächsten Jahr geht es mit Höhlen weiter. Dieses Jahr werden wir uns mit Lost Places und so Bunkern ein bisschen beschäftigen über die Winterzeit, damit die Fledermäuse auch mal ein bisschen ruhen können. Wir gucken uns hier noch ein bisschen um, vielleicht finden wir ja noch was. Drückt uns die Daumen, dann bis zum nächsten Mal.
Also, lieber Rudolf Wolf Wegmann, das ist mit dem Ding da, ne? Ich glaube, es sind jetzt drei Menschen. Wir haben Dinger. Das Ding nicht. Das nennt sich ein Gebäude. Ist ein Sanatorium. Nein, kein Krematorium, ein Sanatorium. Da holt man sich. Wird man auch nicht eingeäschert. Danke. Herzlichen Dank für deine unpräzisen Angaben, die es uns möglich gemacht haben, das Ding innerhalb von 5 Minuten zu finden. Wäre schön, um diesen Lost Place zu schützen, wenn du gewisse Bezeichnungen einfach mal von deiner YouTube-Seite nimmst. Dank dir. Und dein Magic Underground Team. Bevor wir es vergessen, Facebook. Richtig, wir sind hier auf Facebook vertreten mit unserer wunderschönen Seite Magic Underground, wo wir immer unsere kleinen Tours mal ein bisschen vorstellen. Höhen und Bunker werden wir ab und zu mal auch erwähnen, wo sie sind, aber so kleine LPs nicht. Noch nicht immer welches Bundesland, das ist eigentlich scheißegal, wir sind irgendwo, nirgendwo in Deutschland und macht Spaß, gell?